Who are you? You know who I am. I do. Your friendly neighborhood Spider-Man. Hey, ich entwickle seit ein paar Wochen dieses Spider-Man-Spiel und es wird langsam Zeit, es so zu behandeln, als wäre es der Wendler. Ich sollte es fertig machen. Und damit es endlich fertig wird, sollte es vor allem deutlich besser aussehen. Und weil es so viel cooler ist, hier mein Game Makeover in einer kurzen Montage. Ich habe damit angefangen, ein größeres Gebäude zu zeichnen. Jetzt haben wir zwar dieses riesige Dach, aber es ist verdammt leer. Ich denke, wir brauchen ein paar Objekte. Zuerst ein Wasserspeicher. Jetzt ein Vent für den Imposter. Und Kartons. Warum nicht? Außerdem braucht Snake auch einen Ort, um sich zu verstecken. Sieht doch schon besser aus, aber irgendwie ein wenig flach. Ich habe Schatten hinzugefügt und schon ist es deutlich dreidimensionaler. Aber ich brauche mehr. Wie wär's mit herumhängenden Containern? Jo, gefällt mir. Und Schilder. Dann kann ich wichtige Botschaften schreiben. Die Stadt sieht doch jetzt deutlich lebendiger aus. Mein Bro Sir Isaac Newton hat mir mal gesagt, für epische Spiele brauchst du realistische Physik. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ja, wir brauchen schon realistische Physik. Okay, also ein bisschen besser könnte ich es schon machen. Also habe ich die Stahlträger an einen Hinge-Joint befestigt und jetzt verhalten sie sich doch einigermaßen realistisch. Das gleiche gilt für die Container, auch wenn man das kaum sieht. Mein Homie Newton wäre bestimmt stolz. Jetzt, wo das Gameplay endlich fertig ist, sollte ich mal damit beginnen, dass es auch spielbar wird. Ich habe mich dazu entschieden, einen Endless Runner zu machen. Das heißt, es spawnen immer neue Gebäude und du kannst theoretisch so lange spielen, bis du an Altersschwäche stirbst. Vermutlich einer der coolsten Todesarten. Viel besser hat es höchstwahrscheinlich nur Matthew McConaughey. Der Typ da, sein Vater. Er ist beim Sex gestorben. Nice! Wie auch immer. Um den Endless Runner zu machen, habe ich verschiedene Segmente erstellt, die dann immer an der Stelle spawnen, an der das vorherige Segment endet. Und weil ich Profi bin, klappt das natürlich sofort und ohne Probleme. Wait, what? Na gut, aber ansonsten mache ich keine Fehler. Aber weil ich ein Profi bin, habe ich das natürlich sofort behoben und nichts kann stoppen. Das war jetzt unglücklich. Um das Spiel überhaupt starten zu können, brauchen wir natürlich ein Menü. Also habe ich eine Szene erstellt, in der Spidey gerade sein Pamela Rice Workout macht. Jetzt brauchen wir nur noch einen Play-Knopf, Musikslider, Soundeffekt-Slider und ein paar Schilder, die die Punkte anzeigen. Warte mal, geht das nur mir so oder steht da Sex? Nice. Jetzt haben wir zwar Sound und Musik, leider aber noch keine Sounds oder Musik. Und weil ich immer noch Profi bin, wollte ich die Musik natürlich selber machen. Die Idee war es, die Melodie aus dieser uralten Spider-Man-Comic-Serie zu nehmen, die ihr vermutlich alle kennt. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob ich damit ein paar Urheberrechte verletze. Aber wenn man das genau betrachtet, ist das ganze Spiel eine Urheberrechtsverletzung. Also hoffen wir mal, dass es Marvel nicht kümmert. Huhu, wie ich sehe, benutzt du gerade etwas, das mir gehört. Hey, kein Problem. Gib mir all dein Geld. Ich saß ungefähr einen ganzen Tag daran, halbwegs vernünftige Musik zu schreiben und das ist das Ergebnis. Schade, passt leider überhaupt nicht. Also habe ich kostenlose Musik im Internet gesucht und die hier ist ziemlich gut.
Am nächsten Tag habe ich dann ein paar merkwürdige Geräusche gemacht, sie bearbeitet und noch ein paar zusätzliche Sounds aus BFXR genommen. Das ist ein ziemlich cooles Programm, das automatisch 8-Bit-Soundeffekte erstellt. Und so klingt das Spiel jetzt. Das Ding ist nur, das Spiel endet nicht so wirklich. Es ist halt tendenziell viel zu einfach, um abzustürzen, also habe ich mich mal an Tiny Wings orientiert. Da muss man schnell genug sein, ansonsten verliert man, weil man von der Nacht eingeholt wird. Und das passt echt gut zu diesem Spiel, denn jetzt wirst du dafür bestraft, wenn du zum Beispiel gegen ein Gebäude schwingst oder dich abschießen lässt. Am besten lässt sich diese Mechanik implementieren, indem man einen Bösewicht nimmt, der dich verfolgt. Ich habe also meinen Lieblings-Spider-Man-Bösewicht gezeichnet. Nicht der. Cringe. Außerdem ist das nicht mal ein Bösewicht. Wobei, Erregung öffentlichen Ärgernisses? Ja, Doc Ock ist der Boss. Meine Idee ist wie folgt. Wir starten das Spiel mit einem kurzen Doc Ock Clip und danach geht's los. Damit das Ganze ein bisschen besser aussieht, muss ich ihn nur noch animieren. Außerdem kriegt er noch eine kurze Punchline und wir haben ein episches Intro. I get you, Spider-Doll. Um dem Spiel mehr Bedeutung zu geben, brauchen wir natürlich auch noch Punkte. Die bekommt ihr ganz einfach, indem ihr nach rechts schwingt. Und das ist großartig. Schließlich bin ich Gamer und ich versuche mein nicht vorhandenes Selbstwertgefühl durch das Sammeln imaginärer Werte wie zum Beispiel Schach-Elo, Spider-Doll-Punkten oder YouTube-Likes aufzuwerten. Gott, ich wünschte, ich würde mehr Likes auf YouTube kriegen. Dementsprechend gibt es noch mehr Selbstbestätigung und Lebensfreude, sonst zu tristen Leben, wenn ihr Gegner abschießt. Also virtuell, bitte schießt eure Gegner nur virtuell ab. Danke. Um gute Spieler zu belohnen, habe ich noch einen Multiplayer hinzugefügt. Wenn du schaffst, eine gewisse Strecke zu schwingen, ohne mit irgendwas zu kollidieren, dann werden deine Punkte verbessert. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Als letztes habe ich noch eine Anzeige erstellt, die zeigt, wie nah Doc Ock an euch dran ist. Und wenn er euch einholt, dann, ja... Bro, du siehst schon, dass Spidey direkt hinter dir ist, oder? Hashtag Worst Villain Ever! Ich hab das aber gefixt und jetzt kriegt er euch. Außerdem dachte ich, dass es cool wäre, wenn ich das Ganze noch ein bisschen atmosphärischer gestalte. Wenn Doc Ock euch zu nahe kommt, dann wird die Musik leiser, der Bildschirm dunkler und ihr könnt ihn hören. Die Chance ist zwar ziemlich gering, aber ganz eventuell wird es ein paar Menschen geben, die meine Videos nicht kennen und das Spiel trotzdem spielen wollen. Und weil diese komischen Menschen, nennen wir sie mal Torben und Thomas, überhaupt keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert, habe ich euch nochmal ein kurzes Tutorial erstellt. Da kann Torben dann lernen, wie man schwingt, schießt und Trump quält. Thomas nicht, der braucht ja keine Tutorials, weil er angeblich ein intuitiver Lerner ist. Ich hoffe wenigstens, deine Mutter ist stolz auf dich, Thomas. An der Stelle sorry, wenn du Thomas heißt, ihr seid bestimmt nicht alle so. Das Spiel ist jetzt also fertig. Ich habe es auf itch.io hochgeladen, da könnt ihr es jetzt im Browser spielen. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und seid nicht wie Thomas, macht das Tutorial. Mein Rekord sind übrigens 90.000 Punkte. Mal sehen, ob den einer von euch knackt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein.